Servus Leute, Marcel hier. Ich hoffe, ihr genießt alle eure Sommerpause. Ich bin hier auf dem Wieselplatz, werde bald mit ein paar Freunden ein bisschen Inline-Hockey spielen, aber davor wollte ich euch ein paar Übungen zeigen, die man im Sommer richtig gut machen kann, um die Hände zu verbessern. Die Sommerpause in Deutschland ist leider für viele Vereine ziemlich lang. Man ist meistens 5, 5,5 Monate ohne Eis und ich finde es immer gut, wenn man den Schläger ein bisschen auspackt und an die Hände arbeitet. Natürlich sollte man, vor allem die Kinder, sollte man andere Sportarten machen. Das hilft ihnen, bessere Athleten zu werden. Dennoch denke ich, 10, 15 Minuten Stickhandling am Tag ist eine Riesenhilfe. Und dann wird man schon merken, wenn die Saison wieder losgeht, dass man was auch im Sommer gemacht hat. Ich werde euch einige Übungen zeigen und auch die häufigsten Fehler, die ich bei meinen Kindern im Verein sehe und euch versuchen, dabei ein bisschen zu helfen. Also, legen wir los. Die erste Übung, die ich immer mache zum Warmmachen, ist der bekannte achte Übung. Man hat zwei Scheiben ungefähr einen Meter auseinander. Die dritte Scheibe nimmt man und man bewegt die Scheibe in zwei, drei flüssige Bewegungen in achte Format um die Pucks herum. Ab und zu sollte man versuchen, den Kopf hochzubringen und klar auch immer in beide Richtungen arbeiten. Die häufigste Fehler, die ich öfters bei meinen Kindern sehe, ist, dass die bewegen auch dabei ihre Beine. Das heißt, die bewegen die Beine so und dann in die andere Richtung. Was bedeutet dann, ihnen fehlt noch ein bisschen die Flexibilität in den Händen. Und wenn ich immer meine Beine bewege, dann habe ich den Puck immer vor mir. Aber wichtig ist beim Eishockeyspiel, dass man manchmal auch den Puck hier kontrollieren muss, beziehungsweise da kontrollieren muss. Und da ist für mich bei diesen Übungen dann wichtig, dass man die Beine, die Füße immer gerade ausschauen. Okay? Zweiter Punkt, versuch es wirklich, auch wenn es erstmal so langsam klappt, in 1, 2, 1, 2, in nur ein paar sanfte, flüssige Bewegungen die Scheibe um die zwei anderen Scheiben zu bewegen. Wir wollen keinen Holzhacken sehen, da wird die Scheibe eckig. Also wirklich ein paar schöne, sanfte Bewegungen. Wenn die Übung zu einfach wird oder zu leicht wird, kann man immer noch eine dritte Scheibe dazu tun und macht halt doppelte Achte. Das ist dann etwas schwieriger, sieht ungefähr so aus. Oder wenn es dann noch zu einfach wird oder man noch den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöhen will, dann tut man die Scheibe, dritte Scheibe wieder weg, macht wieder die Achte, aber läuft gleichzeitig im Kreis außen rum. Sieht dann ungefähr so aus. Dabei ist, dass man im Kreis läuft und die Scheiben immer noch in den Achterform bewegen. Viele, das ist ein bisschen Arbeit auch für das Gehirn, viele, wenn die im Kreis laufen wollen, bewegen sie dann noch einmal auch durch die Scheiben, weil sie mit ihren Händen auch im Achterformat arbeiten. Okay? Also immer schön im Kreis rumlaufen und die Scheibe aber im Achterform bewegen. Zweite Übung, die ich immer gern mache, ist der Toe Drag. Auch auf Deutsch bekannt als Staubsauger, weil man die Scheibe hier ganz vorne hat und dann, wenn der Gegner die Scheibe ausstecken will, saugt man es wieder rein und geht vorbei. Wenn man damit anfängt, der schwierigste Teil der Bewegung ist natürlich, mit der Schlägerspitze die Scheibe ganz hinten zu bringen, beziehungsweise bis hierher. Und das Vorbeiziehen klappt relativ leicht. Deswegen üben wir immer am Anfang einfach die Scheibe, stellt die Scheibe einfach vorne auf
stellt die Spitze auf die Scheibe auf und zieht es dann zurück. Dann wieder nach vorne und zieht es dann zurück. Wichtig ist, dass die Scheibe, sage immer meine Spieler, dass die Scheibe Kleber drauf hat, beziehungsweise das Schlägerblatt Kleber drauf hat. Die Scheibe bleibt die ganze Zeit auf dem Schlägerblatt kleben. Wenn das dann gut gelingt, dann versucht man, in einer Bewegung die Scheibe zurückzuziehen und vorbei. Und dabei möchte ich immer sehen, dass den Schlägerblatt die Scheibe nicht verlässt. Also quasi so. Nach vorne. Mit einem kann man auch einen Schritt machen. Und man bringt die Scheibe ganz weit rüber. Nicht nur bis hierher, weil so zockt man keine Gegner aus, sondern ganz weit vorne und bis hierher. So. Immer wichtig dabei ist, die Übung schnell auszuführen. Ich habe viele Spieler, die können die Übung relativ gut und die wollen 10 in Folge einfach so schnell wie möglich machen und es sieht dann ungefähr so aus. Bringt aber nicht viel, weil im Spiel zockt man keinen Gegner damit aus. Nach vorne und mit einem Schritt schnell vorbei. Wenn man die Übung aus dem Stand gemeistert hat, dann sollte man es klar immer versuchen, ein bisschen aus dem Lauf zu machen, weil aus dem Lauf ist der Toe Drag wesentlich schwieriger. Man nimmt einen leichten Winkel zur Scheibe, als Rechter, wie ich, kommt man auf die direkte Seite an. Als Linker wird man hier rüberkommen. Man macht ein paar Schritte, die Scheibe geht hier an unsere Gegner vorbei und dann zieht es auf der linken Seite vorbei. Sieht dann so aus. Weit nach vorne und bringt es dann vorbei. Nächste Übung, schnell durchmischen. Ich habe hier 7 schwarzen Scheiben aufgebaut. Man kann natürlich mehr aufbauen. Ich hatte nur 7 daheim. Und man versucht hier mit der Scheibe schnell durchzumischen. Im Gegensatz zum Staubsauger, die relativ große Bewegung ist, hier will ich kleine, feine Bewegungen sehen und auch nicht viel hören. Wenn ich höre, heißt das für mich, dass die Hände einfach ein bisschen weicher werden müssen, dass man die Bewegung einfach ein bisschen sauberer ausführen muss. Ich stelle mich auf eine Seite von den Pucks und mische dann in ganz kleine Bewegungen so schnell wie möglich durch, drumherum und geht zurück. Kann auch von der Rückhandseite das machen. Am Anfang, viele kommen so durch. Die Beine sind beide jeweils auf einer Seite der Pucks. Das ist für den Anfang in Ordnung. Bloß, wenn man die Bewegung schon relativ gut kann, ich denke immer im Spiel, das sind meine Gegner. Und ich kann jetzt so durch meine Gegner laufen. Die werden mich zusammenfahren. Ich muss immer an einer Seite vorbeilaufen. Und es ist immer gut, beide Seiten zu üben. Auf der Rückhandseite. Das ist natürlich für mich als Rechter ein bisschen schwieriger. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Manchmal muss man den Schwierigkeitsgrad hören. Deswegen sage ich, wenn man das schon so gut gemeistert hat, dann geht man einfach ruhig auf eine Seite und versucht es so schnell wie möglich zu machen. Die Scheibe bleibt dabei immer ganz eng an die schwarzen Scheiben. Nächste Übung, Fußarbeit. Wir bringen die Scheibe von unserem Schläger zu unserem Fuß und dann zurück. Das ist so wichtig im Spiel, nicht weil man dabei einen Gegner vielleicht auszocken wird. Das habe ich in, glaube ich, meinem ganzen gesamten Laufbahn vielleicht 5-mal gemacht, mit einer Kickbewegung einen Gegner ausgezockt. Aber es passiert so oft im Spiel, dass man einen Pass hinter den Körper bekommt, in den Schlittschuhen und man muss es versuchen zu kontrollieren. Und manchmal macht es den Unterschied aus zwischen einem guten Torchance oder eben gar keine Torchance, ob man die Scheibe beim schlechten Pass kontrolliert hat oder nicht. Es sind 4 Stufen,
4 Stufen. Ich habe nicht so gut mit Handschuhen an. Erste Stufe ist natürlich Puck zur Innenseite des Fußes. Und zurück. Und zurück. Das ist Stufe 1. Was viele Spieler machen, anstatt dass sie den Puck ganz leicht zum Fuß bringen, versuchen sie den Fuß zum Puck zu bringen. Es sieht ungefähr so aus. Ihnen fehlt vielleicht auch ein bisschen die Flexibilität in die Hände. Oder ich weiß nicht genau warum, aber der Puck geht hier weit außen. Und dann kommt man so in Bewegung. Und dann, wenn ich einen halben Spagat oder Ausfallschritt, und dann tue ich mich super schwer, die Scheibe dabei zurück zu meinen Schlägen zu drehen. Das heißt, immer die Hände schön drehen, damit die Scheibe zurück zu den Füßen kommt. Das ist Stufe 1, Innenseite. Stufe 2 passiert auch manchmal im Spiel, dass man die Scheibe mit der Außenkante kontrollieren muss. Auf der Vorhandseite ist es leichter. Auf der anderen Seite, entweder geht man auf Rückhand oder mit einer Hand. Das ist fast leichter für mich. Wie man will. Das ist Stufe 2. Jetzt können wir es ein bisschen komplizierter machen. Stufe 3. Hinter dem Fuß treten. Ich habe die Scheibe hier. Beine überkreuzen. Beine überkreuzen. Beine überkreuzen. Etwas schwieriger. Macht ein bisschen mehr Spaß auch. Wenn man dann die einfache Variante gemeistert hat, kann man das auch ausprobieren. Und die letzte Stufe, ich nenne es auch den Ovechkin, weil Ovechkin macht es auch häufig im Spiel, täuscht den Schuss an und dann zieht es vorbei durch die Beine. Dann kann man sogar auch eine gute Verteidiger gelegentlich damit schlagen. Erstmal aus dem Stand, ich habe die Scheibe hier, ich ziehe es zurück, entweder ich ziehe es mit meiner Vorhand durch meine Beine oder gehe auf den Rückhand und ziehe es durch, wie man will. Ich mag es meistens Vorhand, ich glaube Ovi mag es meistens Rückhand, wenn ich mich nicht täusche. Und so macht man mal einen coolen Move. Natürlich kann man es dann versuchen aus dem Lauf zu machen. Man kann auch noch einen Schuss antäuschen und dann durch die Beine. Ist etwas schwieriger, ist aber auch ein guter Move auf dem Eis. Wenn man die ersten 3 Stufen gemeistert hat, dann probiert man halt den Ovechkin. Die nächste Übung heißt für mich der McDavid, weil ich Conor McDavid in YouTube gesehen habe, wie er die Übung macht. Und wenn er die Übung gut genug für ihn ist, dann wird es mit Sicherheit gut genug für mich sein. Man hat 2 Holzstäbe, ungefähr 1 Meter auseinander. Und man springt einfach über die Holzstäbe und mischt auch dabei. Sieht so aus. Dabei, dass man die Beine, sowohl die Hände, gleichzeitig bewegt. Was ich damit meine, ich sehe viele Spieler, die springen rüber, ziehen dann, springen rüber, dann ziehen, springen rüber, dann ziehen. Ist ein bisschen Arbeit fürs Gehirn auch, weil die Beine was anderes machen wie die Hände. Aber das ist gut so. Man muss es auch auf dem Eis auch öfters so machen. Das heißt, nie vergessen, auch wenn ich meine Beine bewege, muss ich auch meine Hände in ein leicht anderes Format bewegen. Okay, nochmal. Ich mische die ganze Zeit und bewege immer meine Beine. Ich kann auch einen Hand rauslassen. Ich kann versuchen, ein paar Moves zu machen. Das macht alles ein bisschen schwieriger. Das war der McDavid. Die letzte Übung ist auch die schwierigste Übung, macht aber auch eine Menge Spaß. Das sind Stickflips. Ich habe die Scheibe auf eine Seite und versuche sie über den Schläger zu lupfen
und auf die andere Seite zu fangen. Das ist auch ein sehr guter Move, wenn man richtig nah am Torwart ist. Man hat den Torwart vielleicht ein bisschen ausgezockt, aber der Torwart, Torhüter sind mittlerweile so gut, die decken das untere Teil des Tors ganz gut ab. Die sind rübergekommen mit einem Butterfly Slide. Und jetzt bin ich hier und ich muss die Scheibe ganz schnell hochbringen. So, hier kann man das üben. Man hat die Scheibe hier, man zieht es in eine Richtung und flippt es rüber in eine andere Richtung und versucht zu fangen. Sieht so aus. Vorhand. Rückhand. Vorhand. Ein paar Punkte dabei. Erstens, wenn man so steht, mit gerade Beine, man muss unter die Scheibe kommen. So ist es fast unmöglich. Da werde ich nie unter der Scheibe kommen. Dann muss ich wirklich in der Hocke kommen, um die Scheibe über die Schläge zu bringen. Zweite Sache ist, viele versuchen einfach so, die Scheibe rüber zu lupfen. Es ist brutal schwierig, sowohl auf dem Asphalt wie auf Mais. Die Scheibe kommt meistens gar nicht über den Schläger, beziehungsweise wenn die über den Schläger kommt, dann geht die ewig weit weg. Das ist ein bisschen so wie beim Fußball. Wenn ich einen Fußball hochhalten will oder hochbringen will und ich sie nur an meinen Fuß habe und versuche ich sie dann hochzubringen, dann tue ich mich schwer. Aber wenn ich den Fußball weiter vorne habe, rolle es zurück und dann hochbringe, dann tue ich mich leichter. Das ist genau dasselbe Konzept hier. Wir müssen die Scheibe erstmals in eine Richtung bewegen, um es rüber zu bringen. Okay? Ist eine schwierige Übung, wenn man es mit dem Puck zuerst nicht gut kann. Dann übt man es einfach mit dem Ball, mit einer Pulskugel oder irgend sowas. Aber das wird relativ leicht, wenn man es ein paar Mal geübt hat. Dann soll man die schwierige Variante nehmen mit einem Puck und mit ein bisschen Übung klappt es dann auch. So, jetzt habe ich euch 6 Übungen gezeigt und zum Abschluss versuche ich sie immer ein bisschen zu kombinieren. Mein bester Gegner für den Sommer, der Gartenstuhl, hat mir aufgestellt und ich laufe und ich mische und probiere alles, was ich gerade geübt habe, auf dem Stuhl. Okay? Ich kann meine Achte machen, ich kann ohne den Stuhl gehen, einen Staubsauger machen, rumlaufen, Richtungswechsel, zu Fuß spielen. Sehr viele Möglichkeiten. Sieht so aus. Ungefähr. Seid kreativ. Probiert alles Mögliche aus. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Wichtig ist dabei, dass wir nicht die ganze Zeit nur das Gleiche machen, immer in eine Richtung rumlaufen, sondern immer auch was für die Beine machen, die Richtung wechseln, die Scheibe mit der Spitze kontrollieren, zu den Füßen, mit den Füßen üben, vorbeitreten. Seid einfach kreativ. Macht die Übung vielleicht 30 Sekunden lang und dann macht eine Pause. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen dabei helfen könnte, euch ein paar Tipps geben könnte. Noch was Kurzes zum Material. Man kann im Internet übelst viel Geld ausgeben für Trainingssachen. Viele Sachen sind definitiv gut, aber man braucht die nicht unbedingt, wie man hier sieht. Habe ich einfach Sachen aus dem Garten geholt, aus dem Keller. Das reicht vollkommen aus. Zur Trainingsgeräte. Wenn man hier auf dem Asphaltplatz ist, wo viele Leute üben müssen, weil sie nicht unbedingt den Platz in der Wohnung haben oder im Keller, es zu üben, wo der Boden etwas glatter ist, kann ich wirklich nur als Puck den Green Biscuit empfehlen. Die gleitet sehr gut auf dem Asphalt. Man muss nur beachten, dass man nicht damit schießt oder zu oft gegen die Bande haut, weil die ist leider nur für Mischen geeignet, ansonsten geht die richtig schnell kaputt, wie meine hier. Die ist schon ein bisschen am Eimer. Ich dachte, ich könnte schießen, habe einen Pfosten damit getroffen und es explodiert dann relativ gut. Pulskugel, sehr bekannt, auch immer eine sehr gute Möglichkeit.
Ich bevorzuge einfach immer meinen Puck zu üben, weil ich meinen Puck auf dem Eis spiele. Deswegen nehme ich nicht die Holzkugel. Das heißt nicht, dass die Holzkugel schlecht ist. Ich benutze es einfach nicht. Viele haben eins, das ist auch gut. Und die dritte Möglichkeit, das nutzt man viel in Kanada, das ist ein sogenannten Wiffle Ball. Die nutzen das zum Baseballüben für Kleinkinder in Nordamerika. In Deutschland ist es so etwas Ähnliches wie einen Unihockey- oder Floorball-Ball. Und die stopft man dann mit einem zerschnittenen Tennisball. Und die zeige ich euch ganz kurz. Die ist etwas größer, leichter zu mischen und die springt dann nicht und rutscht dabei auch gut. Deswegen ist der Tennisball nicht ganz so gut geeignet, weil wenn man den Tennisball ziehen will, dann greifen die Faser immer den Asphalt. Tennisball geht nirgendwo und tut man sich schwer. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie man mit dem Wiffleball mischen kann. Vor allem wegen der Größe ist es geeignet für Anfänger, weil es leichter zu kontrollieren ist, aus meiner Sicht, wie eine Holzkugel. Okay? Die Faser, die innen drin sind, das zerschnittene Tennisball, der arme Tennisball, ab und zu mal kommen die raus. Aber eigentlich relativ wenig. Früher habe ich es mit einem Stofftuch gestopft. Das war problematisch, weil die Faser immer rausgekommen sind und dann hat man Stoff überall. Aber mit einem zerschnittenen Tennisball klappt es eigentlich ganz gut. Und der rutscht auch. Nicht nur rollt. Ist auch relativ leicht. Was auch gut ist für kleinere Kinder. Und man kann eigentlich alles damit machen, was man machen will. Oder was man mit einem Puck machen will. Also kann ich auch nur empfehlen. Aber ich bevorzuge immer einen Puck, weil ich mit einem Puck auf dem Eis übe. So. Wünsche ich euch weiterhin einen schönen Sommer. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr einfach eine Runde schreiben oder mir schreiben. Und bis bald.